Ah ja, hier haben wir noch 112 und 463. Da ist einer da. Also vereinzelt sind auch noch ein paar frei, gut. Also hier warten mit 120 Leute. Was wir aber noch machen könnten ist, wir haben ja hier jetzt ein bisschen Platz. Würde ich vielleicht noch ein bisschen was an Attraktionen machen. Palast des Kommunismus. Der hätte hier natürlich Kapazitäten, ey. Krass, Alter. Cool. Na, das hat jetzt aber wieder so ein Gebäude ohne Kollision. Ja, es ist nicht viel, aber. Tourist Agency. Oh. Pyramidenmuseum. Hofstandsmuseum. Theater der Republik. Das ist ein bisschen groß. Kino International. Amphitheater. Das Amphitheater ist geil. Passt es hier noch mit rein? Nee. Oh, genau so gebaut, dass es nicht mit reinpasst. Okay. Hallenbäder, Aussichtsturm. Das wäre natürlich auch noch sowas. Hier so ein kleiner Aussichtsturm dazu. Ist also egal, welchen man nimmt, okay. Oder ein Zoo. Ein Zirkus. Ja. Wir gehen in den Zoo. Oder in den Zirkus. Oh, die Galerie der Kunst ist schnucklig. Die Bushaltestellen natürlich richtig blöd gesetzt, ey. Wie viele Leute können denn da eigentlich rein? 90, immerhin. Ja, komm, dann machen wir hier mal so eine kleine Galerie der Kunst. Meine Loyalität liegt bei 42. Könnte besser sein. Das erinnert mich daran, einfach mal wieder ein paar unterschiedliche Monumente zu setzen. 300, das hat halt nur 300 Meter. Der hat halt gute Reichweite. Der hat eine echt gute Reichweite. Ich wollte sagen ins Stadtzentrum, aber ich habe kein Stadtzentrum. Eigentlich zum Hotel. Damit die Leute wissen, wo sie sind, weißt du? Huch! Was der jetzt. Baut er da noch einen Platz drumherum oder was? Okay, mal schauen. Stimmt, weil den wollte ich eigentlich immer bauen, aber der war mir zu teuer. Also, weil der so viel Stahl braucht, aber jetzt baue ich den ja selbst. Passt es ja. Das ist die kleine Version davon. Guck mal, das Amphitheater. Das passt ja so eigentlich auch rein. Ist mir nämlich auch gerade eingefallen. So, dann packen wir das nämlich einfach hierher. Und gehen hier einfach mit einem Fußweg durch. Ha. Raffiniert, oder? Ja, oder auch nicht so raffiniert. So. Zack. Schulen und ich sind wichtig für die Loyalität. Wenn es aha. Das heißt, ich könnte hier theoretisch die Loyalität ja auf... Achso, steht schon auf 40%. Ja, okay. Höher kann ich nicht. Wenn ich über 40% gehe, arbeitet da keiner mehr, weil ich habe ja eine Geheimpolizei, die das Ganze überwacht. Hier nämlich. Hier ist meine kleine Geheimpolizei. Die überwachen das Ganze. Also klar, es gibt bestimmt einzelne Bürger mal, die eine höhere Loyalität haben oder so, aber so im Großen und Ganzen. Alter, wir haben 5 Millionen mittlerweile. Musst du mal überlegen, ey. Fällt wieder einer mit Stahl weg. Alter.
200.000. Guck mal hier. Oh, hier hat einer weg, was weggebracht. Krass. Beobachtet. Ja, mit was? Mit Recht. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Im Verkauf nämlich. Die mechanisch. Alter, bringen die viel. Alter, 139 Tonnen und dafür 170.000 Rubel kassiert, Junge. So, die Felder sind immer noch nicht leer. Naja. Dafür wird hier fleißig gebaut. Schön. Ah, guck mal, da kommt das Baufahrzeug schon mal. Zack. Der kleine Bagger. Er steht da so spät noch am Baggerloch. Es ist der Bagger und der Bagger noch. Den Wert alle 2 bis 3 Jahre anpassen. Wie das mit der Realität. Okay. Ich bin echt gespannt, was die Statue bringt. Vor allem hat die einen Radius von 1 Kilometer. Alles. Alles. Mach den Hu-Hu-Hu. Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber. Mach den Helikopter. 1, 1, 7. Das ist echt komisch. Früher hatte ich zu viel Holz, aber es kann halt sein, weil hier die Bretterproduktion mit dran hängt. Obwohl wir nur recht selten Bretter brauchen, dass die halt sagt so... Radiosender, denkt man ja, sollten auch was bringen. Bildungseinrichtungen, okay. Oh, hier ist ein bisschen Stau. Bin mal gespannt, wenn das Verkehrsupdate kommt. Irgendwann. Ho, da habe ich Bock drauf. Metro und Verkehr. Also Verkehrszeichen, da habe ich Bock drauf. Habe ich Bock wie Bolle, Alter. BB, Bock wie Bolle. BBB, Bock wie Bolle. Naja, egal. So, der kommt gerade zurück vom Stahl. Guck mal, die haben hier schon weiter gebaut wieder. Ein Stück. Krass. Die bitte auch noch dazu. Danke. Damit hier alle losfahren können. Alle, alle, alle. Dum, 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 dum. Alter, hier warten ganz schön viele Leute immer. Oh. Der braucht 22. Achso, ich kann hier die Produktion ja mal ein bisschen hochgehen. Naja, vielleicht nicht so hoch, aber so hoch. Der kommt bald inklusive Abwasser. Für 2 Wochen gab's Testversion. Geil. Und es schneit. Super. Geil. Tatütata. Oh, die stehen hier Schlange. Ach, jetzt gibt es nur eine Entladeposition. Hm, mies. Und die ist auch noch am anderen Ende des Gebäudes, weißt du? Immerhin dürfen die ja schon mal reinfahren. Ah, Fundament ist schon fertig, okay. Jetzt kommen die Mauersteine. Zack, und weiter geht's. Guck mal, jetzt Data 450 zu 300. Interessant. Ah, jetzt sind sie endlich wieder, jetzt können sie wieder fahren. Oh Mann. Hat jetzt echt lang gedauert. Das einzige Problem ist, dass die Bitumen wahrscheinlich hier oben... Oh nö, geht. Aber die ziehen Bitumen halt noch aus dem alten Bitumentank. Ja. So. Und
bitte hier raus nehmen. Passt. Bisschen auswendig hier mal Öltank. Haben wir den? Oh, da haben wir den. Cool. Ja, kriegen sie noch einen davon dazu, wa? Ich finde die mit Anhänger immer so cool. Bitte, Fahrzeuge hier. Oh, ganz schön viele Kräne unterwegs. Cranes. Ah, da kommt ein Kran auf dem Tieflader. Okay, BK 1000. Dann geht's ab. Zack. Das sehe ich ja jetzt, ist da der Schienen unter sich. Ach, das ist also eigentlich so ein Hafenkran oder sowas. Na, nee, irgendwas anderes aber auf jeden Fall. Alter, mit dem BK 1000 gleich. Wenn jetzt noch die 5 Leute dazukommen, dann macht's BAM und dann steht das Ding. 900 Arbeitstage. Guck mal, Alter. Zack, zack, zack. Schön synchron. Loop, loop, loop. Krass, ey. Na, da fehlen nur noch ein paar Platten und Beton und Stahl zum Schluss. Wahrscheinlich fürs Dach oder so. Sieht es denn eigentlich mit dem Bitumenlager da oben aus? Ah, 89% habe ich eingestellt. Okay. Das heißt, da müssten sie jetzt auch welches holen demnächst. Der Vertreibstoff zur Machinery Base. Wahrscheinlich ist der hier, ne? Ah, der kommt hier schon mal gar nicht weiter, okay. Ich bin Alter. Wie viel brauchen? Ach, das geht bis hierher. Okay, krass. Schaffen wir das heute noch? Es wird eng. Dann müssen wir halt überziehen. Kein Stress. Ist ja Samstag. Muss zwar morgen früh raus, wie gesagt, Belastungsübung. Oh, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, Alter. Du schwitzt dich nämlich da zu Tode. Weil du musst, Fahrrad fahren, du musst Endlosleiter steigen, du musst Handergometer machen, dann musst du durch die Test, durch die Übungsstrecke und dann musst du das Ganze nochmal machen. Alter, ich könnte jedes Mal kotzen. Handergometer finde ich am schlimmsten. Fahrrad geht, Endlosleiter ist nur nervig, weil du immer sozusagen, nee, weil du nicht in deinem Tempo kletterst, sondern weil du in dem Tempo dieser Leiter sozusagen kletterst. Das heißt, ich muss immer auf den nächsten warten. Und du hast das Problem, wenn du dich vergreifst oder so und du kommst bis nach unten, dann bleibt die ja stehen und dann bist du durchgefallen. Also klar, du kannst wahrscheinlich bei uns jetzt zum Beispiel, fängst halt nochmal an und dann passt es oder läufst den Rest nochmal, aber theoretisch zählst du halt als durchgefallen dann. Dun, 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 dun. Ich könnte auch mal die Arbeiterzahl jetzt ein bisschen runterschrauben. Lieber woanders arbeiten gehen. Aber hier ist noch Kapazität. Hier, und dann hauen wir da noch was rein. Zack, läuft. Läuft. Ja, wir haben noch aber einiges an Getreide. So, hier ist jetzt alles weg. Jawohl. Was warten wir? Auf Arbeiter. Ja, die schaffen es nicht mehr ganz bis hier hoch, ja. Nicht mehr ganz. Wir holen gerade Frühstück. Wir brauchen größere Busse, eindeutig. Und größere Fahrzeuge. Hier stehen so viele Waggons, dass die Züge alle unterwegs sind. Krass. Ach, dann haben die ja, die sind nur mit 2 Waggons unterwegs. Alter. 140 Tonnen. Krass.
Naja, wenn eine Tonne 1100 bringt, Alter. 140 Tonnen, 161.000. Im Verkauf, warte mal, gucken wir nochmal. 1157, boah, krass. Sieht denn die Preisveränderung generell aus? War mal höher, aber ist gestiegen im Vergleich zu Beginn 1960. Ich wollte gerade sagen, hier wird bestimmt ein Fahrzeug kommen. Jawohl. Oh, krass. Habe ich das auch richtig eingestellt? Ja. Gehe ich mal von aus. Zack, kommt zurück und fährt mit einem vollen Zug, also mit einem ganzen Zug wieder raus. Gut. So, da kommt endlich mal der Bus. Der Bus mit den Leuten, die es interessiert. Jawohl. Jawohl, das kriegen die fertig. Ah. Wunderbar. Gut, passt. So, wir brauchen ein neues Treibstoffvertriebsbüro. Entladen. 100%. Dann fangen wir mal hier an. Gut, haben wir schon mal. Guck mal, noch ein Feld passt hier rein. Krass. So, jetzt brauchen wir nämlich. Da glaube ich gar nicht alle rein. Kann das sein? Ja, wenn nicht, verkaufe ich die anderen nämlich. Jetzt könnte es eng werden, ne? Wobei, nee, wir haben ja 16 Kapazität, aber wir haben ja nur 12 Fahrzeuge. Das passt ja dann sogar. Naja, sind noch ein paar unterwegs. Ah, das wollte ich nicht. Finde ich interessant, du kannst nicht aus dem Gebäude raus eine Einbahnstraße machen, aber du kannst in ein Gebäude rein eine Einbahnstraße machen. Ganz komisch. Naja, egal. So, jetzt können wir nämlich, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Traktoren und 12 Mähdrescher. Das heißt, das Doppelte sozusagen an Mähdreschern, was wir an Traktoren haben. Aussaat. Wert 40. Ja, okay. 2. Ja, ich wollte die doch in grün. Oh Mann. 4. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 für Mähdrescher. Passt doch. 4, 5, 6, 7, 8. Läuft. Voll. Passt. So, jetzt könnten wir eigentlich noch ein paar Felder dazu nehmen. Was wir aber jetzt auf jeden Fall brauchen, ist ein Vertriebsbüro für Treibstoff. 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 Ah. Bin ich nämlich gerade am überlegen, wenn ich hier jetzt eine Straße durchzimmer. Was steht denn hier jetzt im Weg? Du willst mich doch verarschen, ne? Hä? Hä? Komisch.
machen wir so. Weil hier kann ich jetzt noch ein paar Vertriebsbüros reinballern. Vertrieb. Und hier haben wir die roten Fünfer. Die reichen eigentlich. Zack. Wir machen einfach mal schon mal zwei, einfach zur Vorsorge sozusagen. Und dann würde ich hier Einbahnstraßen draus machen sogar. Und zwar in die Richtung eine Einbahnstraße. Weil die fahren ja in der Regel raus und hierher. Und fahren ja dann von hier drüben wieder rein. In der Regel. So. Und hier ist auch schon nicht mehr so viel drin, das ist gut. Wir haben noch 2100 übrig, bin mal gespannt, ey. Das Jahr ist fast um, dann kriegen wir ja angezeigt, wie viel Getreide wir gebraucht haben. Du hast viel bei Icky gelernt, der gibt auch einmal Chancen. Nee, bin ich ganz ehrlich, ich guck Ickys Streams eigentlich nie. Und K700, die sind halt einfach geil. Vor allem ich mag, weil es sind halt Traktoren, finde ich geil. Also wir sehen, wir haben dieses Jahr schon dann über 7000 Tonnen gebraucht. Das heißt, wir müssten theoretisch unsere Produktion aktuell verdoppeln. Wenn ich das richtig habe, im Kopf habe. Produktion. Ja, also verdoppeln sozusagen. Das heißt, wir bräuchten 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 neue große Felder. Autsch. So richtig Autsch. So, jetzt müssen wir halt hier mal mit den riesen Bergen weg. Ah, ich erinnere mich noch an was. Gott, der Rest ist schon gemacht. Oh Gott, ey. Oh, wir haben schon Januar. Prosit Neujahr. Pro7 Neujahr, was? Manuel Neuer, hä? La 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 la. Ach ja. Bam, 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 bam. Ich versuche hier halt gerade ein bisschen den Berg zu umgehen, weil mir das einfach, weil ich einfach keinen Bock drauf habe, den abzutragen gerade. Ich nehme mich voll auf die Finger, ey. Achso, wir brauchen ja dann noch ein Vertriebsbüro schon wieder. Oh. Noch eins. Gib ihm mal da. Das war das 16er hier. Guck mal, das passt hier fast genau rein so. Ich mach's ein bisschen näher ran, weil auf die Rückseite. Nein, ich planiere nicht für Geld. Spinnst du? Das sind noch alle Latten am Zaun. Ah, die sind gerade am Planieren. Ja, am Planieren. Ist ja gut, ja. Halt!
Hallo. Was ist hier denn los? Hä? Hallo. Was ist denn los? Wo ist mein Wärmetauscher? Hier unten ist einer. Oh! 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 Das kommt davon, wenn die ganze Stadt über einen Wärmetauscher läuft. Autsch. Ja gut, da müssten wir vielleicht mal was gegen tun, ne? Ich brauche einen Wärmetauscher, einen normalen. Ups. Soll ich dazu was sagen? Nee, oder? Mhm. Große Rohre brauchen wir dafür. Dann gehen wir einfach mal irgendwo mitten ran und dann passt es schon. Jetzt natürlich blöd, aber das kriegen wir schon in den Griff, würde ich sagen. Das müsste passen trotzdem. Kriegen wir hin. Okay, der ist trotzdem voll, das passt. Holz wird ein bisschen meh, aber kriegen wir hin. Also, ich wollte mal ein bisschen jetzt Felder. Hier bei Food. Eigentlich könnten wir hier jetzt so ein Stalin-Size reinpacken, Alter. Guck mal, das passt hier sogar rein. Gerade so. Wie viel Hektar hat das? 13 Hektar. Und das normale große hat 4. Das heißt, das sind 3 große Felder in einem. Läuft. Aber mit mehreren großen Feldern sind wir, glaube ich, effizienter unterwegs. So. Zack. So, ich muss ja mitzählen. 1, 2, 3. Hier lasse ich ein bisschen Platz. 4. So, müssen wir mal wieder ein bisschen planieren. Erzählt ihr bitte mit, ich habe schon wieder vergessen, wo wir waren. Unfähig, also richtig unfähig bin ich. Steinfeld braucht seinen eigenen Trigger. Ja. Ja, vor allem, das ist ineffizient, weil die Maschinen einfach viel zu lang brauchen da drauf, finde ich. Würde ich jetzt mal behaupten. Und wenn du da aus Versehen, stell dir mal vor, du hast mehrere verschiedene Traktoren. Und da fährt jetzt aus Versehen der schwächste Traktor drauf, den du hast. Dann hast du geschissen. Dieses fällt nie und nimmer rechtzeitig fertig. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? 1, 2, 3, 4. So, 4. 4. 5. Sechs. Sieben. Acht. Jetzt haben wir schon mal 8 Stück. 8 Stück. Und was habe ich gesagt, brauchen wir 14, gell? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jawohl, 14 Stück bräuchten wir. 8 habe ich schon mal, das ist doch gut. Jetzt brauchen wir hier noch ein bisschen Platz halt für die Straße auch. Mache ich jetzt erstmal nur als Feldweg. Und wenn dann wieder der nächste Winter anbricht, dann mache ich die auch als Dings, wie heißt es, als Asphaltstraße. Beziehungsweise erstmal als Kies und dann als Asphaltstraße.
Also. So, passt. So,